Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau. Und Mathilde hat ein Wolfsjunges dabei und das möchte die Mathilde gerne in die alte Basis bringen, damit wir ein Wölfchen kriegen. Und das ist halt jetzt der lange Heimweg. Ja, erstmal zur alten Basis halt. Genau, weil da haben wir ja unseren Tierpferch. Wir müssen noch viel bauen. Oh ja. Müssen wir erstmal Chaosmund. Ja. Ja, wir müssen jetzt nämlich erstmal den Weg von aus dieser Ebene rausfinden. Oh, da ist ein Hirsch. Oder ein Elch. Das ist... Willst du den erlegen? Riesen. Oder? Nö. Aber ich glaube, der will mich erlegen. Mhm. Ich habe keinen Bock, ich bin friedlich. Na, der hat nur ein bisschen einen auf dicke Hose gemacht. Ja, ich auch. Das ist nur schon aber ist nett, wie die Vöglein zwitschern. Achso, wir müssen jetzt irgendwo mal rechts weiter, ne? Genau. Ja, ja, aber da ist alles zu. Und da ist noch. Das ist aber wirklich ein Hirschgeweih da vorne. Ah, da geht's raus. Juhu! Oder? Oder auch nicht? Oh, naja. Mit so ein bisschen klettern. Ah! Oh, je, 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 je. Man kann ja runterrutschen, wollte ich gerade sagen. Oder einfach das hier machen. Tot? Perfekt. Nee, ich habe einfach mal ganz kurz beim Fallen habe ich kurz C gedrückt oder Leertaste und dann habe ich mir die andere Taste gedrückt, dass er gleich wieder loslässt. Und Alter, was bist du denn für ein Riesenkroko? Ui. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich dachte, es gibt nur einen Riesenkroko. Aber mit diesem Flusslauf sind wir sehr richtig. Jetzt wissen wir, es gibt zwei Riesenkrokos. War nicht tief genug. Deswegen. Ja. Jetzt kann ich mir Fleisch wieder hochheilen. Ich habe erstmal meine Wassersachen hier aufgefüllt. Ach, das wird noch ein langer Weg. Mhm. Und ich kann nichts mehr aufnehmen. Was war ein Sklaven zur Not? Ach ja. Hast du dein Tier die ganze Zeit bei dir behalten oder hast du es den Sklaven gegeben? Das hab ich. Das wär gleich das erste, was ich den Sklaven stimmt, gebe. Du frisst das ja nicht auf. Typ nee. C. Warum klingt die Musik hier so besonders? Ach, schon sieht's besser aus. Wie kommt mir die Gegend hier bekannt vor? Ja, hier waren wir auch schon mal. Ja, aber ich glaube... Doch, ich habe hier schon Markierungen. Wir waren hier schon mal. Wir sind ja schon mal langgelaufen. Auch hier hatten wir früher eine Basis gebaut. Stimmt, gehabt. Ja. Das war so eine Basis, die wir über den Dings gebaut hatten. Stimmt, da zwischen diesen beiden Felsen war das, ne? Genau, da haben wir den Felsen hier hochgebaut. Wow. Arschloch. Da war hier nicht so viel an Viechern. Hm? Geh weg. Keine Zeit für Spiel. Das ist ein Kaninchen, das muss ich boxen. Ich treffe das scheiß Kaninchen nicht.
Oh, jetzt mischt sich hier doch diese Kackspinne ein, ey. Toll. Jetzt ist es weg. Nee, da hinten an der Wand ist es noch. Es glitscht an der Wand. Aber es klopft uns zum nächsten Feind. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, dann. Ich lauf den Fluss weiter. Ja. Doofes Kaninchen. Gut, hier rechts war ja die Spinnenhöhle da, ne? Dinge, die wir schon mal gefunden hatten und irgendwie nicht mehr weiterverfolgt haben. Stimmt, die haben ja echt noch ewig viel Zeit verbracht damals. Hm. War das unsere Zweitbasis damals, oder? Ja. Ich versuche mal so ein klein wenig abzukürzen. Abzukürzen, das wollte ich auch gerade sagen. Weil der direkte Fluss lang zu laufen wäre ein bisschen zu lang. Ja, ja, das mit dem Hin- und Hergeschlingere, das muss ja nicht sein. Na, guck mal, hier ist noch so eine alte Straße. Ja. Ach, hin. Keine Lust auf euch. Ihr seid langweilig, geht weg. Was trage ich eigentlich hier für einen Rock? Ich habe irgendwie einen anderen Rock angezogen. Ah, wir sind bei unserem alten Eisenabbaugebiet. Hm? Achso, wir müssen jetzt links da lang, okay. Das heißt, dann gibt es gleich wieder hunderte von Steinnasen. Genau. Auf den Senkel gehen. Wir müssen da irgendwie hoch. Irgendwie nach rechts. Aha. Ich bin gerade im Felsen drin. Okay. Das muss man auch erstmal können. Kommst du denn auch wieder raus aus dem Felsen? Ja, ja, bin ich. Es war irgendwie. Nächste Stunde. Nächste Folge könnten wir dann ja nochmal deinen Fledermausturm machen. Stimmt, jetzt ist ja schon wieder so viel Zeit vergangen. Da wissen die Zuschauer schon gar nicht mehr, was der Fledermausturm war. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meinen Stab habe. In deiner Hose. Flachwitz. Das ist meine Aufgabe normalerweise. Das war jetzt aber ein Skorpion mit einem Totenkopf, ne? Oh. Ja, ich laufe irgendwie doof. Hä? Ich laufe doof. Frag nicht. Ignorier mich. Soll ich auf dich warten oder weiterlaufen? Nee, nee, lauf ruhig. Ich muss gerade selbst erstmal rausfinden, wo ich bin. Also es gab damals, vor langer, langer Zeit, eine schlaue Person, die hat Fackeln aufgestellt. Ja, aber da muss man erstmal in die Nähe dieser Fackeln kommen. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich musste mich gerade erstmal orientieren. Okay. Kommt mir jetzt schon echt wie eine Ewigkeit vor, dass wir nicht mehr bei der alten Basis waren. Also ich war ja schon länger nicht mehr da als du. Ja gut, aber das waren nur 6 Folgen oder so. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit.
sehe schon, du bist nicht sehr heimatverbunden, was unsere alte Basis angeht. Ich überlege gerade, ob die alten Mitarbeiter und Tiere mich noch erkennen als Hausherrn und nicht gleich angreifen. Zumindest das, zumindest das richtige Bett steht ja doch, ne? Vielleicht ist der Zuchtmeister auch endlich mal fertig. Na, das wäre natürlich eine feine Angelegenheit, wenn der fertig wäre, ne? Das wäre prima. Ich habe aber irgendwie meine Zweifel dran. Ich glaube auch nicht dran, aber... Man darf ja mal hoffen, oder? Das darfst du. Es sei dir erlaubt. Danke. Und wenn wir in unserer neuen Basis zurück sind, dann irgendwann, werde ich auf jeden Fall eine Pickaxe bauen. Oder zwei. Nee. Der Vollstrecker? Ja, der Vollstrecker ist es. Das ist der Zuchtmeister gewesen. Sir Bowen? Mhm. Cooler Name. Aber der ist leider nicht fertig. Mhm. Leider nein. Aber was wir machen könnten, wenn wir uns dann irgendwann auf den Heimweg begeben. Ich würde sagen, wir können ja dann vielleicht auch die nächste Zeit hier verbringen, bis da die Sklaven fertig sind. Dann könntest du noch Knüppelchen bauen. Und da war ja außerhalb dieser namenlosen Stadt war ja auch noch ein Lager. Da könnte man auch gucken, ob man da einen netten Mitarbeiter findet. Ja, ich würde gerne in der alten Basis weiterbauen. In der alten? In der neuen Basis, meine Entschuldigung. Hallo, Tiere. So, ich habe jetzt ein rohes Schweinefleisch da reingegeben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass mir dieses Krokodil hier noch nachfolgt. Nee, jetzt hat es aufgegeben. Schade. So, mal gucken, kann ich denn mit diesem schönen Schweinefleisch was machen? Der Tänzer kann mir folgen, aber das bringt mir ja nichts. Ich kann dann immer nur einen mitnehmen. Ich kann Eisbein herstellen. Ich bräuchte tatsächlich Stein. Ah, warte mal. So. Ich mache jetzt ein bisschen Eisbein, nämlich aus dem rauen Schweinefleisch.
Ja, ich habe ein Schwein Fleisch jetzt ins Lagerfeuer getan. Brauche ich ja nicht mitschleppen. Dann habe ich das mal angemacht, ne? Oh, aber das hat kaum Brennmaterial. Aber warte, meintest du nicht, dass du Fell hast irgendwie? Ja. 30 Stück. Weil daraus kann ich dir einen Pinsel machen. Und dann kann ich uns irgendwann anmalen. Ja, dann packe ich es hier in die Rüstungsmachergeschichte rein. Okay, okay, okay. Pinsel. Ich lerne jetzt erstmal die Pickaxe, so. Was brauchte man da für ein Level? 43. Na, ich glaube, da bin ich noch entfernt von. Ja. Hab gerade mal 42. Genau, die, die Spitzhacke heißt das Ding einfach nur. Einfach nur Spitzhacke. Juhu! Jetzt können wir eine Kombination aus Axt und Pickel machen. Yeah, geil! Ja, kannst du ja bauen. Ja, aber hier haben wir leider keinen Dingsbums. Keinen Stahl, das haben wir nämlich weggelassen. Ich könnte jetzt auch tatsächlich die Kühlkiste lernen, aber ich habe nicht mehr genügend Punkte. Ja, und dann fehlt auch das Eis. Genau. Ach so, ich wollte ja gucken eigentlich, wo ich den Pinsel herstellen kann. Ah, im Feuerschalenkessel. Okay. Oh, ein paar Stöcker brauche ich noch. Stöcker, 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 Stöcker. Haben wir ja keine Stöcker mehr. Jetzt ernsthaft? Keine mehr. Ich habe sie damals, glaube ich, auch mitgenommen. Die waren da, wo man die Spieße bauen kann. Ein Holz hacken. Ja, du brauchst mir jetzt nicht mehr folgen. Bleib mal hier.
Brauchst du noch Eisen? Wir sind noch 500 Eisenbahnen, die würde ich da mitnehmen. Mach. Ich gehe dann gleich rüber. Ja. Ich mach noch die Kriegsbemalung. Du wolltest ja auch die rote da, ne? Ja. Ja, ich würde dann noch tatsächlich hier ein bisschen bleiben. Ich würde nämlich warten, bis da die Typen fertig sind. Vielleicht nicht gerade der Wolf. Weil der wird noch ein bisschen länger dauern. Aber unsere Sklaven waren ja so langsam abzusehen. Oh. Was ist denn? Ich kann die Schmelzer mitnehmen, sehe ich gerade. Wir brauchen ja nur einen Schmelzer. Haben wir nicht zwei Öfen? Wir haben drei Öfen. Siehst du, kannst du aber wir haben, aber wir haben. Ach nee, stimmt, wir haben gar keinen Schmelzer da. Stimmt. Tada. Ich meine, dann ist jetzt hier der Irokese hier mächtig überladen, aber dafür ist er doch da, oder? Mhm. Bin ich jetzt blöd? Wo kann ich jetzt diesen scheiß Pinsel machen? So. Zu 98% bin ich auch überfüllt. Dann wandere ich mal wieder weg. Genau, die Erben des Nordens wollten wir. Dafür muss ich dunkelrotes Färbemittel herstellen. Dafür brauche ich rotes Färbemittel und dunklen Färbezusatz. Mal gucken, ob wir das noch haben. Wir haben zweimal dunklen Färbezusatz, aber kein rotes Färbemittel. Mit Wasser gefüllte Glasflasche. Okay. Scheiße, die haben wir schon verarbeitet. Haben wir noch Glasflaschen? Ja, wir haben noch Glasflaschen. Hast du gerade welche gebaut, oder? Nee, es waren noch welche in der Schmiede. Schmelze. Hm. Mache ich für uns beide nämlich das, also die gleiche Färbung. Und da malen wir uns auch zusammen an. Und dann können wir nackt tanzen. Zum Lagerfeuer in der Nacht. Genau. Bei Vollmond und den. Oh, ich brauche noch Papyrusrollen. Du brauchst Papyrusrollen. Und ich weiß jetzt schon, die Folge muss über dich leider laufen. Warum? Hast du vergessen aufzunehmen? Ich habe drauf gedrückt, aber er hat wohl nicht ausgelöst. Hm. Na gut, dann, ja, wie ihr schon festgestellt habt, seht ihr mich.
Seht ihr mich? Tut mir leid. Wo war denn jetzt diese verkackte Papyrusrolle? Ah, geh weg, du Hyäne. Werkbank eines Handwerkers. Rüstungsmacher? Ah, hier habe ich doch schon Papier. Oh, hier sind ja tausende Papyrusrollen. Echt? Haben wir so viel? Ja, ich hatte relativ viele gemacht, weil ich ja uns anmalen wollte. Nehme ich die Kriegsbemalungen mal mit. Besser ist. So, was macht das Essen? Schweinefleisch nehme ich einfach mit hier. Okay, ich... Voll? Ja. Ich gehe noch mal ein bisschen Holz hacken. Ich will ja noch ein bisschen Schweinefleisch kochen und mitnehmen. Also wir können es auch nächstes Mal, nächste Aufnahme auch so machen, dass ich dann halt weiterbaue und du kannst da nochmal gern nach Sklavenjagd gehen. Kann ich auch machen. Aber ja, ich habe ja auch diesen Sklavendings nicht. Kannst du das nicht bauen in der Werkbank? Ich muss gleich mal gucken, aber ich glaube nicht. Ich habe gerade nur mal ein bisschen Holz geholt. Nein, ich kann da nichts bauen. Dann kannst du keine Sklaven umboxen. Na, ich kann die einfachen Sklaven Umbox-Dinger machen. Ich könnte natürlich auch... nee, da habe ich keine Lust drauf. Was mache ich denn dann jetzt? Okay, also Leduld Vox, die Stimme von Azura, ist schon mal fertig. Was war das nochmal? Was war der vom Beruf? Das ist ein Priester. Ich glaube ein Mitra-Priester. Ja. Genau. Was mache ich denn jetzt mit dem angebrochenen Tag? Wo ist eigentlich mein richtiger Rock hin? Wieso habe ich einen Hyänenfellumhang an? Ich habe mir manchmal einen Kumpel hier auch gegeben. Den habe ich von den Gegnern gekriegt.
Ach, du hattest ja hier den Rüstungsmacher, der ist ja nicht mehr hier. Nee, der ist ja auch schon drüben. Naja. Ja, gute Mitarbeiter. Hey, ich sehe gerade, der Hyänenrock ist besser als der makellose mittelschwere Oberschenkelschutz. Das kann sein. Dann gehe ich jetzt nochmal Rinde hacken. Und mache hier nochmal ein bisschen Teer. Und der Bogenschütze folgt mir immer noch. Hatte ich dem nicht gesagt, dass er nicht mehr folgt? Ach, ich finde das cool. Was? Ja, hier war so eine Schlucht, da bin ich einfach mal runtergesprungen. Und beim Springen fiel mir auf, dass der Abstand vielleicht doch zu weit war. Aber ich habe es noch geschafft, mich irgendwo lang zu hängen und zu rutschen. Na dann. Glück gehabt, nicht tot. Aber ich sehe schon in Entfernung die Stadt, wo wir wohnen. Ja, das ist doch schön. Finde ich auch. Fast da. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ah, Skorpion, fick dich. Ein fick dich, Skorpion. Geh weg. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Ich will nach Hause. Was ist, wenn ich so ein... Ah, die Frage... Hey! Was ist denn? Die haben sich gemerkt, dass wir die wohl mal ein bisschen angepiekst haben. Ein Seepriester hat mich gleich angreifen wollen. So ein Arschloch. So, ein Sack. Alter Seetsack, du. Daheim. Juhu! Hurra. Ich sehe Horst! Hi Horst! Lang nicht Nehmt mehr euch ein Zimmer! Ja! Wir laufen quasi aufeinander zu. Mit gespreizten Armen umarmen uns. Juhu! Da, 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 da. Da, 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 da. Genau so! Da, 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 da. Da, 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 da. Aus welchem Film ist das eigentlich? Ich kenne ihn gar nicht. Es gab, glaube ich, aus den 80ern irgendwie so einen Scheißfilm mit, ja, ich glaube, das war so ein musikalischer Film. Ich kann mich nur so ganz leicht dran erinnern. Dann ist es, dieses Lied lief da. So, keine Ahnung, Olympia, tolle Sachen, Kameras, Szenen, bla, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich kann ja, nur... also ich weiß halt nur, dass es da diese berühmte Szene gibt, wo zwei halt am Strand so aufeinander zulaufen zu dieser Musik. Und ich nee, weiß, da meine ich was anderes für den Song, was du gerade singst. Ich kann mich diese Szene, ich kann mich daran erinnern, dass Otto die mal verarscht hat. Ich glaube, in Otto der Film. Da laufen die aufeinander zu, sie sind jung, sie sind verliebt, sie laufen aneinander vorbei, sie brauchen eine Brille. Ja, Otto halt. Genau. Nee, ich meine was anderes. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Nee, kann ja sein, dass es auch da, die Musik da auch benutzt wurde. Vielleicht wisst ihr es. Egal. Ja. Ja, vielleicht wisst ihr jetzt, habt ihr jetzt auch ein Fragezeichen im Kopf und ihr versteht gar nicht, was wir wollen. Das kann auch sein. Ist nicht schlimm, ist halt so. So ein kleines Fragezeichen hat noch niemand im Weg getan. Nee. Man muss zu seinen Fragezeichen stehen. So, nimm mal die Schmelzer her. Was dauert denn immer am längsten? Also ich würde sagen, am wichtigsten ist Eisen und Stahl. Gut. Nicht weinen.
komme ich raus und muss euch auspeitschen, wenn ihr so weint. Geht ja gar nicht, diese Rumgeheule. Ja, die armen Sklaven tun mir ja leid, aber das Geheule nervt. Ach, da fällt mir ein, hast du die Aufnahme jetzt im Nachhinein nochmal gestartet eigentlich, oder? Nee. Okay, dann machen wir das, wenn ich dann da bin, weil wir haben ja noch unsere Kissentänzerin, die in irgendeiner Kiste liegt. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Nö, aber nächste Folge, wenn ich dann da bin, du aufnimmst, wie auch immer, können wir die ja mal aufstellen. Wenn wir schon so eine Kissentänzerin haben, was auch immer die tanzt. Bin da schon sehr neugierig. Die tanzt drauf. Auf dem Kissen, weil darum heißt die wahrscheinlich so. Oder? Ich habe keine Ahnung. Was denn? Ich wollte gucken, wie lange die Aufnahme geht, aber du hast ja gar nicht aufgenommen. Ja, das geht ja nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie lange das jetzt dauert. Oder wie lange das jetzt... Oh Mann, oh. Jetzt stehen wir da. Jetzt wissen wir gar nicht, wie lange die Folge ist. Ja, voll doof. Wenn ihr wisst, wie lange die Folge ist, schreibt es mir in die Kommentare. Du bist aber auch ein Scherzkeks. Ab und an habe ich meine Momente, ja. Das war aber kein heller Moment. ja, sonst machen wir halt einfach eine kurze Folge heute mal. Ja, der Wolf. Nach Bauchgefühl ist die Folge schon zu Ende, ja? Ja, also bei mir schon. Okay, warte mal. Ich will wenigstens noch das Tor... Ach, ich kann es ja nicht zeigen. Ach ja, ich baue gerade ein Tor für die Ziegelmauer. Ein Ziegeltor. Dann stelle ich das gleich auf und dann können wir von mir aus Schluss machen. Ne, die sehen ja sowieso nicht, wie du es aufstellst, von daher ist es doch egal. Dann können wir auch jetzt Schluss machen. Ja, lass mal Schluss machen. Dann hören wir jetzt auf. Okay, also, ihr Lieben, macht's gut. Also zwei Sklaven werde ich auf jeden Fall nächste Folge mit hochnehmen können, nämlich den Witch Doctor und Lestdold Fox, die Stimme von Azura. Mal gucken, ob wir den Server laufen lassen, weil wenn wir den Server laufen lassen, ist Sir Bowen auf jeden Fall hinterher fertig. Gucken wir mal. Weil eigentlich fände ich das ganz geil, wenn Sir Bowen fertig wäre. Dann kannst du ihn gleich mitnehmen, oder was? Ja, das ist es nämlich. Und je nachdem, wann wir das nächste Mal spielen, ist vielleicht sogar auch schon unser Wölfchen fertig. Und das gute Essen, das ich gemacht habe, das hole ich mir mal jetzt und packe es mal voller Hoffnung in den Futtertrug. In der Hoffnung, dass das dann da bis zur nächsten Folge hält. Tja. Können wir machen. Jo, dann versuchen wir das doch so, ne? Okay. Gut, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.